Letzter Schliff am neuen Album von Sunglaser und Arndt Geisel. Komm nochmal zurück. Die Stelle ist gut geworden. Das Paar hat Songs aus dem Great American Songbook neu arrangiert. Ganz exklusiv dürfen wir schon mal reinhören in den Blue Wave Recording Studios in Hamburg. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I'll give you my heart. Ich wollte schon wirklich mein halbes Leben lang ein richtiges Jazz-Album mit alten Jazz-Songs aufnehmen, die mich mein Leben lang schon begleitet haben. Und es ist schon gut hörbar, denke ich mal, für den Mainstream. Und wir bleiben auch unserer Musikrichtung treu. Ja. Ja. Und jetzt klingelt sein Telefon. Ja. Toll. Hollywood. Quincy Jones. Quincy Jones. Jazz im Big Business der Musikindustrie nur schwer zu vermarkten. Ein Gassenhauer wie dieser schon eher. Sunglaser hat ihn neu interpretiert. Denn das erinnert sich auf der Liebe war nachts ohne Weiß. Kommerziell ist kommerziell und Kunst ist Kunst und so, aber das kann man alles wunderbar mischen. Ein Mix der Kulturen ist auch Sunglaser, Tochter eines indonesischen Musikers und einer Holländerin. In den Niederlanden wächst sie auf, studiert Musik und Jazz. Die Heimat des Vaters besucht sie erst als Erwachsene. Hamburg ist seit mehr als 20 Jahren ihre Wahlheimat. Sie singt als Background-Sängerin von Stefan Gwildis und in der Band Orange Blue. Längst produziert Sunglaser ihre eigenen Songs, gemeinsam mit ihrem Mann Arndt Geisel. Heute feiert sie übrigens ihren 11. Hochzeitstag. Kennengelernt hatten sie sich schon 4 Jahre zuvor. Sie spielten gemeinsam in einer Band. Und dann wurden wir ein Paar und danach haben wir dann geheiratet. Also es ist eben andersrum. Also nicht erst verliebt und dann, lass uns doch mal für immer alles zusammen machen, 24 Stunden am Tag, lass uns doch auch mal eine Band machen. Sondern wir waren schon, wir hatten schon eine Band. Und ja, und wir machen zu gerne Musik zusammen. Also ich mit dir zumindest. Du auch mit mir. Ja. Dann kommt Corona. 1,5 Jahre Zwangspause. Keine Konzerte, keine Bandproben. Doch nach dem Pandemie-Blues steigt die Stimmung wieder. Endlich. Das ist Soul Food. Also wir brauchen das. Das ist wie Luft und Wasser. Und ja. Darum sind wir natürlich jetzt ganz glücklich, dass es so langsam wieder seinen Weg findet. Die Leute sind auch ängstlich. Sie sind vorsichtig. Und vorsichtig. Ja. Und sind es einfach nicht mehr gewohnt. Auch. Und man muss da jetzt wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen Geduld haben, bis sich das wieder so einpegelt. Ne? Aber wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass wir wieder spielen dürfen. Und auch das Publikum darf sich auf Konzerte freuen. Zum Beispiel in Hamburg. Am 12. Dezember spielen Sunglaser und Band im Nordspeicher.